Moin, ihr Fuchs da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch mit einem frischen neuen gebrühten Kaffee zurück zu World of Warcraft Classic. Es ist inzwischen 8.30 Uhr, du, die Sonne kommt raus, so. Und wir sind gerade dabei, immer noch ein bisschen diese, wie heißen sie? Genau. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Diese komischen, die da zu töten. Bleichmähen, so heißen sie. Okay. Das war peinlich. Legen wir los und vergessen, was gerade passiert ist. Riten der Erdenmutter. Jemand dabei, die Quest zu machen? Nö, ich bin gerade dabei, hier krass Bleichmähen zu töten. Und mich nicht vom Obermogli komplett zerficken zu lassen, wie gerade eben. Das war ja irre. So, warte. Wir fangen mal hier an mit diesem Gerber. Und er ist entspannte Level 5. Weißt du, das kannst du mal ebenso wegknuspern. Ja, das knusperst du mal ebenso weg. Aber dann kommt Mr. Kleinspeer und vernichtet dich einfach. Wieso verfolgen wir diese Quest eigentlich nicht mehr? Ich bin etwas verwirrt. Nein, du rennst jetzt nicht weg. Ah, das ist fein. Da, jetzt ist das Bleichmähen-Ding auch wieder da. Okay. Irgendeine Quest ist fertig. Achso, das war die mit den... Alter, guck mal, wir sind nicht mehr alleine. Da sind noch welche. Geil, kann ich mich euch anschließen beim Bleichmähen zerficken? Die meddeln das hier einfach weg, Alter. Voll geil. Haut doch einfach mit drauf, Alter. Es werden auch keine Mobs gestohlen, ne? Das ist ja irre. Leute, helft mir doch mal. Bitte. Ich gehe sehenden Auges in meinen Tod. Kommt einfach so ein dicker Bunch an Leuten und prügelt die weg. Hallo? Du brauchst hier jetzt nicht wegrennen. Das gibt's doch nicht. Na also, Alter, gibt's ja wohl nicht. Der wollte auch nicht sterben, du. Der wollte nicht sterben. Leute, das fand ich echt gut, wie ihr das hier weggeradet habt. Angeblich bin ich gerade in einem Gefecht. Nicht, dass ich wüsste. Wieso bin ich im Kampf? Mit was? Ach da, scheiße. Hallo. Wir werden draufgehen. Wir werden draufgehen. Oder auch nicht. Mal gucken. Könnte knapp werden. Etwas Glück geht der vor mir drauf. Und nochmal. Bams. Jawohl. 5 von 10. Kann ich jetzt eben schnell was essen? Nein, ich bin angeblich immer noch in einem Gefecht. Ich wüsste nicht mit was. Und warum. Wie macht das schon? Kann ich ihm helfen? Mal sehen, ob das jetzt zählt. Ne, zählt nicht. Wer zuerst unfragt, mal zuerst. So läuft das hier. Das ist so eine geile Kiste. Kann ich die looten? Vigo steht an der Kiste. Oh oh. Vigo, wir werden angegriffen. Vigo, wir werden ganz schön doll angegriffen. Vigo, ich helfe dir einfach mal. Komm. Kann ich nicht looten, weil ist nicht mein Mob. Das ist ja fies. Auch das ist nicht mehr mein Mob. Deswegen greifen die nämlich nicht an. Au. Scheiße, jetzt gehe ich drauf. Ich bin trotzdem so nett. Kriegt man denn wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte oder auch das nicht, wenn das nicht sein Mob ist? Oh oh, Vigo ist tot. Dankeschön, Dankeschön. Das war sehr nett. Das war wirklich sehr nett. Jetzt muss ich kurz schlafen, um mich zu erholen. So, ich sag ja, man muss hier einfach nur rumstehen. Da kommt schon irgendjemand, der hilft. Hier ist alles gecrowded jetzt mit Leuten. Da oben eben noch ein Gerberer wegknölzen. Brauche ich noch welche? Jo, sogar noch jede Menge. Komm mal ran, du kleiner Dödel. Ja, dich mache ich jetzt fertig. Kannst du noch so viel mit deinen komischen Lichtblitzen um dich feuern, du? Das ist mir egal. Du wirst jetzt weggegerbert. Mehr Knochen zum Nagen. Alles klar. Bist leicht gestört, ne? Leichtes Problem hast du schon irgendwie so ein bisschen. Mehr Knochen zum Nagen. Alter, was ist eher für ein Film da am Schieben, ey. Kühlscherer, brauchen wir die auch noch? Jo, da brauchen wir auch noch welche von. Hallo. Nee, nee.
Muss ich mal ein bisschen entspannen, Junge. Komm mal ran, du. Ruhig ein bisschen Distanz wahren zu dem da unten. Wir wollen ja nicht, dass das Stress gibt. Hier, nee, nicht gegen anheilen, du. Das tun wir hier nicht. Hier wird nicht gegen angeheilt. Das machen nur Feiglinge. Wirklich, das ist so. Upp, immer drauf, immer gottesfürchtig. Ich mag nicht mehr zum Kassenlehrer gehen. Der macht mich immer nackig. Ja, das ist so. Das sind doch andere Zeiten hier. Da muss man überhaupt noch zum Klassenlehrer gehen, weißt du? Das ist ja schon das Irre. Da war das noch notwendig. Komm schon, geh drauf jetzt hier. Ja, geil. Okay, jetzt gehen wir drauf. Warte, ich muss eben kurz wegrennen. Eben kurz Pause machen. Ist wie der Arzt bei Scrubs, der allen erstmal die Hosen auszieht. Bin ich noch im Kampf? Ja, noch, ja. Auf mich zu verfolgen, ja, siehst du. Und eben schnell Brot essen. Brot! Und dann wieder zurück angreifen. Wir brauchen noch einen Wilderer. Solange du die Fähigkeiten bekommst, würde ich das in Kauf nehmen. So. Ist hier noch irgendwo ein Wilderer? Was ist das? Gerber. Brauchen wir noch Gerber? Ja. Der ist auch schön hier wieder solo. Metal, hallo. Muss sie eben verprügeln. Ah. Oh, hilft doch nichts, ne? Du musst entgerbt werden. Oh, oh, oh. So, den haben wir weg. Dann haben wir hier noch einen Kühlscher. Brauchen wir davon noch welche? Jo, einen letzten. Den machen wir dann eben auch noch klar. Unwichtige Details. So, du kleiner Kirchner. Siehst du, aber wir haben es doch irgendwie geschafft. Ne? Durch Glück haben und warten, kriegt man das schon irgendwie hin. Wobei der Kirchner uns hier gerade schon ein bisschen verprügelt, aber ist gleich soweit. Ja, brauchst nicht wegrennen. Feige Sau. Zum Glück rennt er oben in die Wicken rein. Okay, Kühlschnitt sind wir durch, das ist geil. Eben ein Brot wegatmen, dann haben wir hier unten noch einen Gerber. Brauchen wir. Geht gleich los. Eben kurz ein Brot wegsnacken, ne? Da ist noch so ein Gerber. Wir fangen mit dem Gerber da vorne an. Der steht so schön einsam und alleine hier. Hallo. Ja, ich weiß, Knochen zum Abnagen und so, ist schon klar. Hab ich schon verstanden. Jeder, wie er das braucht. Aber so kaum... renn doch jetzt nicht weg. Los, geh drauf. Alles klar, den haben wir. Wilderer. So, mal sehen, wenn ich den kriegen könnte, wäre geil. Weil da fehlt uns nämlich auch nur noch einer. Mal gucken, ob wir den auch tot kriegen, bevor der uns tot macht. Das könnte nämlich knapp werden, weil gucken wir mal, wie wenig Leben wir haben und wie viel der noch hat. Und irgendwie kriegt er keinen Schaden. Das sieht eher schlecht für uns aus. Hashtag RealDog. Hashtag Scheiße. Ah, vielleicht geht's doch, ganz knapp. Komm schon, der Zweier-Skill. Oh, er rennt weg. Los. Ja, nice. Jetzt haben wir nur noch Gerber und Gerber sind kleine Würste. Das geht wohl. Da kriegen wir wohin. Eben noch wieder ein Brot wegatmen. Brot. Dann ist schon der nächste Gerber. Den knölzen wir eben weg. Das läuft, Leute. Wir haben richtig einen Lauf, Alter. Richtig einen Lauf, Mann. Unglaublich. So, eben vorsichtig mal gucken. Wo ist noch der nächste Honky-Tonky? Da ist ein Gerber. Das ist halt die Frage, da unten ist ein Wilderer. Ich brauche eigentlich so etwas außerhalb stehende Gerber. Bist du Gerber? Du bist ein Kürscher, interessiert mich nicht. Wilderer. Gerber, da ist ein Gerber, den nehmen wir. Den holen wir uns ran, der steht so schön einsam hier. Komm her, du Dödel. Ja, dich meine ich. Du hast dich so richtig schön ins Abseits manövriert. Da kann man perfekt draufschlagen. Bam! Immer mit dem Schwert Rinder. Oh, Kacke, der Wilderer kommt zu nah. Schnell. Ah, ne, er dreht rechtzeitig um. So lobe ich mir das. So, Gerber, sieh deinem Tod einfach ins Auge. Und renn doch nicht weg. Wieso rennst du nur wieder weg?
Da tut er nun wirklich nicht Not. So, eben kurz schlafen und dann suchen wir uns den nächsten aus. Gerberer, Wilderer. Das wäre unser nächstes Ziel. So, nur gucken, dass wir den möglichst so kriegen, dass er alleine mit uns kämpft. Ja, aber noch ein Ziel. Wir sind nur einen Gerber entfernt. Wenn wir dann jetzt, wenn er gleich wegrennt, irgendwie in Aggro ziehen oder so, das ist scheißegal, weil Hauptsache der Gerberer ist tot. Und bams. Und jetzt rennst du weg, ne? Jetzt rennst du weg, du feiges Stück. So, Quest erledigt, abhauen. Direkt zurück und abgeben. Direkt zurück und abgeben. Ja, Wahnsinn. Du, man kann auch mal Glück haben, ne? Man kann auch mal Glück haben. Das haben die nun davon, wenn die das Land so ausbeuten. Man muss das vernünftig machen. Ausbeuten ist okay, aber noch nicht so. Ja. Oh, oh, oh. Wieder so ein Präriewolf angefragt. Leute, jetzt entspannt euch mal ein bisschen. Ihr müsst ja nicht so Stress schieben jetzt, ne? Das tut doch nicht genug. Ihr müsst doch nicht alle an mir knabbern. Ich weiß, ich bin eine leckere Kuh. Ist auch so. Ich glaube, wahrscheinlich schmecken wir echt gut, aber das tut ja jetzt nun wirklich nichts zur Sache, ne? Und nicht Not. Ach, schön, wie der Himmel so hell am Leuchten ist, du. Dann suchen wir mal unseren Auftraggeber. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber auf der Karte wird das ja irgendwie so angezeigt. Insofern habe ich Hoffnung. Vielleicht reicht das auch schon für Level 8. Da, er war es. Alles klar. Ho, ho, ho. Wenn nicht, wir müssen ja eh noch ein paar Random Mobs umbringen. Jede Menge. Bane Bloodhoof. Moin. Gemeinsame Nutzung des Landes. Es ist gut, dass ihr meine Aufgabe so ernst genommen habt, Füchschen. Respekt vor dem Land und seinen Kreaturen ist wichtig. Tod und Leben bilden einen Kreis, eine Notwendigkeit. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Nehmt euch einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Und vergesst es niemals. Blitzkügelchen. Oh, cool. Habt günstige Winde. Günstige Winde. Man hofft auf das Beste, ne? Muss man sagen. Auf das Beste. Judy, jetzt gehen wir immer gerade gucken. Was sagt denn unsere Tasche? Wir sind voll mit lauter Schmockzeug. Alles Müll. Können wir erstmal verkaufen? Alles verkaufen. Alles verkaufen. Bam, bam, ba. Wo ist denn hier mal jemand? Schamanlehrer. Ich muss eben erstmal jemanden finden, wo wir Zeug verkaufen können. Du, 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 du. Guten Tag. Richtig Action hier. Babam. Bei ihm ging das, glaube ich, ne? Können wir erstmal wieder reparieren. Geht so. Ich will erstmal Zeug an dich verkaufen. Den ganzen Müll. Brauchen wir das? Ne, komm, weg damit. Uns geht auf jeden Fall langsam das Brot aus, deswegen sollten wir das Brot verkaufen und das jetzt behalten. Denn wir haben gleich kein Brot mehr. Mögen die Vorfahren euch schützen. Ja, sollen sie das mal machen, ne? Und dich packe ich dann dahin. Okay, so. Klamotten sind repariert. Neues Essen ist da. Jetzt will ich mal gerade kurz gucken. Da vorne war der Angeltyp. Ich will wissen, ob man... Ist das eine Stallmeisterin gerade gewesen? Ja, Tatsache. Stallmeisterin, hallo? Guten Tag. Seid gegrüßt. Ja, da geht noch nicht so viel. Geht in Frieden. Geht in Frieden, du, das mache ich. Das mache ich im allergrößten Frieden, du. Was ist das denn hier? Sieht lecker aus. Gras wächst hindurch. Wo ist der Angler? Hier war irgend so ein Angeltypi. Wo ist der Angelmann, bei dem man bestimmt Angeln lernen kann? Stand doch hier irgendwo rum. Angelmann, wo bist du? Da. Utan Stillwater. Stillwater. Angler. Seid gegrüßt. Bildet mich aus. Ihr könnt bei eurem Angelfertigkeit verbessern. Angellehrling, kostet 1. Oh, gönn ich mir mal. Ausbilden. So, ich habe die Fähigkeit Angeln gelernt. Habe ich denn eine Angel? Wie kann ich euch helfen? Lebt wohl.
Brauche ich nicht noch irgendwie eine Angel? Du hast keine Angel für mich, ne? Du bist zwar... Du bist zwar Angellehrer, aber du... Du hast keine Angel für mich. Okay, wir müssen eine Angel kaufen, Leute. Mal sehen, wo wir eine Angel herbekommen. Ich muss eben kurz mal gucken. Irgendwo muss es einen Gemischtwarenhändler geben, der bestimmt auch eine Angel für uns hat, die wahrscheinlich scheiße teuer ist. Und wahrscheinlich schlagen sich jetzt alle die Köpfe zusammen. Fuchs, wieso gibst du dein Geld für Angeln aus? Bist du bekloppt? Aber vielleicht kann ich ja damit Handwerkswaren. Wie kann ich euch helfen? Ich bin auf der Suche nach einer Angel. Ja, 23 kostet die nur. Das kann man wohl mal machen. Kann ich das eigentlich auch hier reinpacken? Nö. Passt nicht in den Behälter. Dödö. So, jetzt haben wir eine Angel. Wie benutzt man die? Muss ich die einfach ausrüsten oder was? Oder wie? Mal sehen. Ja, Angel muss einfach ausgerüstet werden. Und dann kann man wahrscheinlich einfach so ins Wasser reinangeln. Mal eben ausprobieren. Es gibt nichts anzugreifen. Du sollst angeln. Wie funktioniert das? Ich gehe mal in mein Fertigkeitenbuch gucken. Angeln. Aha. Jetzt müssen wir, glaube ich, warten, bis das Ding irgendwann nach unten zieht. Oder auch nicht. Jawoll, da lief doch schon mal. Angeln hat sich auf 2 erhöht. Weiter geht's. Brauche ich die Angel? Muss ich die Angel dafür ausrüsten? Eben kurz mal checken. Ich glaube nämlich nicht, oder? Doch. Angel muss ausgerüstet sein zum Angeln. Alles klar. Let's go. Ja, lass mal ruhig noch ein bisschen angeln. Wir angeln mal den Rest der Folge, würde ich sagen. Man muss auch mal ein bisschen angeln. Direkt drauf starren und wenn es sich bewegt, einziehen. Fliege, hau ab. Seit gestern weiß ich durch den Firefox, dass ihr bis zu 42 oder 43 scharfe Zähne an eurem Rüssel habt. Ekelhaft. Grüße gehen raus an das Firefox-Team Deutschland. Der Fisch ist entkommen? Wieso das denn? Ich hab direkt drauf gedrückt, Digga. Nochmal. Immer im Auge behalten, das Ding. Immer im Auge behalten. Vielleicht war ich auch einfach zu langsam. Oder zu schnell. Fokussiert den Köder. Jo, nochmal so ein Ding. Was ist denn das überhaupt? Roher langzahniger Matschschnapper. Ist ja voll eklig. Okay, weiter geht's. Angeln wir noch einen weiteren rohen, eklig zahnigen Matschschnapper. Oh. Das ging jetzt schnell. Ich glaube, wir sind dafür noch zu kacke, oder? Das ist ein dicker Fisch, du. Druidika. Ruf die Druidika. Ich muss da jetzt eher an Star Wars denken und weniger an eine Kuh, die hier gerade meinen Angeln stört, indem sie durch den Teich schwimmt. Alter, was ist los hier? Ich bin noch zu kacke in Angeln. Wir müssen erst gut werden. Konzentration. Konzentration. Schön, die so im Wasser stehen. Na, komm schon. Oh, daneben geklickt. Ah, die hat geklappt. Alles klar, ich dachte schon, ey. So, einmal machen wir auf jeden Fall noch. Komm. Flupp. Was sind die Dinger denn wert? Wissen wir noch nicht. Vielleicht können wir uns damit unsere Angel wieder reinholen. Fisch ist entkommen. Die dicken Dinger gehen, glaube ich, noch nicht. Dafür sind wir einfach noch zu scheiße. Lohnt sich denn angeln? Kann man da Kohle mitmachen? Ist auf jeden Fall relativ entspannt, ne? Stehst du nur am Teich rum. Beachtest da dein Schwimmerdings. Lass die Maus halt nicht loslassen. Ja, ist gut, Hahn. Fisch ist entkommen. Vielleicht bin ich auch zu früh. Wir wissen es nicht.
Ha, wir hören dich, ist doch alles in Ordnung. So, ihr Lieben, ihr hört den Horn Credo, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal die Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.